Hey, liebe Wassersportfreunde, mein Name ist Captain Charlantino. Mein Name ist Captain Krause. Wir beide sind von Funny Boats und präsentieren heute unsere erste Folge. Von Funny Boats TV. Richtig. Das haben wir gemacht, weil uns so im Winter eigentlich relativ langweilig ist und wir ja nicht so viel auf dem Wasser rumhängen können. Deswegen haben wir beide uns gedacht, wollen wir euch das Bootfahren doch mal ein bisschen näher bringen über dieses Medium. Dazu haben wir uns natürlich überlegt, wir laden rund um den Wannsee Gäste ein, die alle schon seit Jahren am Wannsee sind und wollen euch mal so ein bisschen die Regeln nahelegen, die so auf dem Wasser sind. Ja, denn unsere ganzen Spielereien, die wir hier jetzt in unserer neuen Werkstatt machen, wären vielleicht auch ganz Vielleicht cool. mal erklären, wie man einen Motor neu startet. Das ist ja bei uns im Sommer immer wieder ein Thema. Auf Ja, jeden Fall, das auf jeden wäre Fall. wirklich Dann müssen wir nächsten Sommer vielleicht nicht andauernd raus, weil ihr die Leine nicht angezogen bekommt. Aber ist schön. auch nicht so schlimm, dafür sind wir Auch ja nicht da. dramatisch. Das ist unser Riesenhobby. Ja, wir lieben unseren Beruf und wir haben gesagt, das wollten wir eigentlich mit allen teilen, oder? So sieht's aus. Und da Ja. es auch nicht allzu viel vernünftige Videos gibt, sage ich mal, wenn es ums Bootfahren geht, Richtig. wird es ja mal Zeit. Bevor wir nämlich aufgemacht haben, haben wir viel recherchiert im Internet. Und wenn ich mir so die ganzen Leute angucke, die gerade so Videos übers Wasser machen, sind so, ja, 90% dabei, die will man sich eigentlich nicht Ich finde, angucken. 90% verstehst du nicht, weil sein Handy so wackelt und du hörst den Zweitaktmotor. Und dann, ja, das ist dann hier. Ja, Weißt du, die Motorrübergepult. wo du recht hast, hast du Es geht recht. halt professioneller, haben wir uns gedacht, und wir probieren das jetzt mal. Ey, aber das heißt nicht, dass ihr gleich die Kritik üben müsst. Ja, also wie gesagt, hier werden die nächsten Videos hauptsächlich entstehen über den Winter. Im Sommer natürlich wieder am Strand, auf dem Wasser. Ja. Und freuen wir uns drauf. Sehr sogar. Die nächste Saison kommt, das steht fest. Das auf jeden Fall. Der Sommer naht. Der Für den einen Sommer schneller, für den anderen länger. naht. Ja, zusätzlich können wir sagen, was wir noch machen können. Die meisten Videos werde ich wahrscheinlich hier erstmal noch alleine drehen, Das wirst du weil wohl. Captain Krause nach Thailand fährt. Ich fahre, fliege, Ja, dann laufe, schwimme, schwimme. schwimme. Ja, ich fahre nach Thailand. Dort werde ich euch berichten über das, was ich da so tue, wie es ist in der Pandemie, Quarantäne, wie auch immer, zu verreisen. Ein bisschen angeln werden wir bestimmt. Ein Kumpel habe ich bei, der wird bestimmt einen Thunfisch, einen Mahri oder was auch immer rausziehen. Ja, mit Jetski fahren, Boot fahren. Ich werde euch an einem teilhaben lassen, was dort so passiert, und das dann in Korrespondenz mit Captain Cialantino. So lange heißt es wahrscheinlich für mich hier schön ackern, machen, tun, Vorbereitung und die Potsau da hinten macht einfach mal krasse Urlaub. Und wenn du jetzt einfliegst in Thailand, dann hast du erstmal, was war das? 14 Tage in Quarantäne, also 15 Nächte in einem Quarantänehotel. Thailand nimmt es sehr ernst. Also Knast. Knast sozusagen, ja. Also kommst an und wirst direkt in ein Quarantänehotel verfrachtet. Dort musst du dann drei Tests durchlaufen innerhalb von 14 Tagen, bevor Möchtest du. du auch eine rauchen? Ja. Kann sein, dass du länger quatschst, deswegen rauche ich Ja, jetzt die macht einfach einfach mal. Schade, dass du mal. dir keine Kuriba angemacht hast. Das hätte zeitlich nämlich hinkommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann ist man halt erstmal 14 Tage, also 15 Nächte in Quarantäne, bevor man dann in die Freiheit entlassen wird. Hat aber so viel Sinn und Zweck. Es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, von gestern zu heute 13 neue Corona-Fälle in Thailand. Okay, das ist eine Also gute irgendwas machen sie Quote. ja dann wohl richtig im Dritten Weltland. So, und dann geht's nach Kontagan. Dann geht es mit dem Flieger nach Koh Samui und von Koh Samui mit einem Boot oder Fähre nach Koh Phangan. Ah. Du fliegst nach Thailand, Ich das bin schön. Thailand, sechs Touristen. I make good life for you, you make me. Ja, das wird bestimmt lustig mit der Sprache, wird auch der Das Hammer. wird ein Knaller. Ich kann jetzt schon perfekt Englisch-Thailändisch. Mit You wanna help? Akzent. Yeah, I make good for all. You make good for me. Na gut, dann freue ich mich drauf. Ich Ja, wir mich bleiben ja auch. in Kontakt. Ich mich Ups. auch. Wir bleiben ja in Kontakt und werden das natürlich mit euch teilen, weil so ein Thailand-Trip gerade in der Corona-Zeit ist bestimmt richtig cool. Es ist zumindest sehr leer und ich werde vor allen Dingen sehr viel auf dem Wasser Zeit verbringen. Ne? Ja. Boot fahren, Jetski fahren, was auch immer es ist so da für Alles, mich. was in unserem Genre, das Wort habe ich extra nachgeschlagen, so üblich ist. Ganze Nacht geübt. Ganze Nacht hat Die geübt. ganze Nacht habe ich geübt. Also, Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ich Ich euch denke, auch. du auch. Ich euch auch und wir hören uns dann das nächste Mal, in meinem Fall, aus Thailand. Richtig. Und vergesst nicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns wirklich entweder privat an oder in die Kommentare unten rein. Genau, Wa? rund ums Boot fahren. Was wir nicht wissen, werden wir in Erfahrung bringen und werden euch darüber dann in Kenntnis setzen. Vielleicht gibt es da ja die eine oder andere Frage, die uns so flasht, dass wir sagen, okay, da stoßen wir an unsere Grenzen. Ne, Leben am Limit, auf der Überholspur.
Ein Leben auf der Standspur. Okay, Freunde, in diesem Sinne, schöne Feiertage, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.